Das ist der Ort, wo gestern Abend Peter R. de Vries getroffen wurde von Schüssen. Man muss wirklich sagen, dass das ganze Land wirklich unter Schock steht. Ihr habt gerade Marcel Fink vom Telegrafen interviewt. Ich habe gestern ganz, ganz lange mit Marcel auch gesprochen. Er konnte sich das auch nicht erklären. Man darf auch nicht vergessen, dass hier Journalisten in den Niederlanden tatsächlich auch unter enormem Druck stehen. Es gab vor Jahren einen großen Anschlag auf das Redaktionsgebäude des Telegrafen. Und also die sind hier wirklich alle sehr, sehr, sehr aufgeweckt. Man muss sagen, dass wirklich hier noch nicht genau feststeht, warum es überhaupt passieren konnte. NOS hat gerade gemeldet, das Nachrichtenjournal, dass unter den zwei Verdächtigen ein polnischer Mann und ein Rotterdamer der Schüsse hier verdächtigt werden. Und jetzt muss die Polizei halt weiterhin erkunden, wie das hier ausgeht. Ich gehe noch mal ein bisschen zur Seite. Hier in dieser Parkinggarage soll Herr de Vries seinen Wagen geparkt haben. Jetzt müssen wir eben ein bisschen zur Seite gehen, weil hier kommen tatsächlich auch noch Autos zur Seite. Eine Sekunde, damit wir hier keinen überfahren. Er ist aus dem RTL Boulevardstudio gekommen. Da hat er an einer Sendung teilgenommen, weil gestern hier bei der Rechtsbank am Gericht in Amsterdam ein Prozess begonnen hatte. Und zwar ging es da um einen Mord aus dem Oktober 2019. Damals wurde ein Friseur tot in seinem Wagen gefunden. Das kleine Kind des Friseurs musste diese Tat wohl noch angesehen haben. Und da hat gestern der Prozess begonnen, bei dem auch Peter R. de Vries dabei war als Berichterstatter, als Beobachter und auch natürlich als Experte. Ich kann nur sagen, ich folge Herrn de Vries schon seit Jahren auf Twitter, weil das ist wirklich hier der Mann in den Niederlanden, der wirklich tief in diesen kriminellen Strukturen recherchiert, der auch meiner Meinung nach für Journalisten ein großes Vorbild ist. Nichtsdestotrotz lebte er, wie Marcel Fink es gerade gesagt hat, wirklich auf schwerem Fuße, weil es immer die Befürchtung in Rede stand, dass man ihm auch was tut. Ich gehe noch mal ein bisschen zur Seite. Wir können ja mal ein bisschen näher rangehen. Also hier haben ganz, ganz viele Personen schon Blumen hingelegt. Der König hat sich heute Morgen noch mal geäußert beim Staatsbesuch in Deutschland, in Berlin. Er hat gesagt, dass es ein schrecklicher Anschlag auf die Demokratie sei, auf den Rechtsstaat und auch auf den freien Journalismus und auf den Journalismus überhaupt, der auch das Land stark gemacht habe. Zudem habe er auch keine weiteren Details. Ich habe gestern Abend noch die Pressekonferenz mit Premier Rutte geguckt und mit Justizminister Grapperhaus. Man konnte auch den Kabinettmitgliedern wirklich ansehen, dass es für sie unerklärlich ist, dass das in ihrem Land passiert. Sie fanden wirklich keine Worte und Premier Rutte hatte dann nochmal gesagt, dass es wichtig ist, dass der Mann das überlebe. Das Krankenhaus hier in Amsterdam wird seit der Tat von schwer bewaffneten Polizisten gesichert. Die landeleike Einheit steht davor. Es kommt keiner rein, der nicht rein darf. Die Leute werden gescannt. Ihr habt gerade im Studio auch noch darüber gesprochen, dass das Ganze zurückzuführen ist, eventuell auf einen Prozess, den Marengo-Prozess. Auch die Anwälte, die dort verteidigen, sind gerade unter Polizeischutz. Und hier in den Niederlanden, in dem Kabinett in der zweiten Kammer, ist gestern Abend noch eine Diskussion entfacht, wie solche Leute zu schützen sind. Politiker sämtlicher Parteien haben sich gestern geäußert, dass sie wirklich fassungslos sind. Die Tageszeitungen haben hier kein anderes Thema und auch bei den Leuten ist hier wirklich kein anderes Thema als die Feigenschüsse auf Peter R. de Vries. Danke für diese ersten Eindrücke dort, direkt vom Tatort, wo ja wir mit dem Herzen auch gerade sind und bangen um das Leben von Peter de Vries. Vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Du hast gerade ein paar neue Fakten auch in deiner Reportage vom Tatort genannt, die ganz wichtig sind. Deswegen noch mal hier. Wir haben einen neuen Ermittlungsstand, einen neuen Informationsstand mittlerweile. Wir haben eben von drei Tatverdächtigen gesprochen, die festgenommen wurden. Einer dieser Männer ist auf freien Fuß gelassen worden wieder. Dafür gibt es mehr Informationen über die beiden Tatverdächtigen, die zwei Tatverdächtigen, wie es jetzt offiziell heißt. Dabei handelt es sich, wie du es gerade schon angedeutet hast, Michael, um einen 35 Jahre alten Mann polnischer Staatsangehörigkeit. Er soll seinen Wohnsitz in Maurik haben und der zweite Mann soll ein 21 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Rotterdam sein. Die beiden Verdächtigen, die befinden sich
in der Zeit eben natürlich in Haft, werden am Freitag, wie es aktuell heißt, dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Und in der Nacht und am Abend gab es natürlich Hausdurchsuchungen bei Ihnen in Tiel, in Maurik, in Rotterdam. Das sind jetzt ganz aktuell die Informationen, die von den Ermittlern aus den Niederlanden kommen. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.